Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Alexander Maxim Lenk will sich das Leben nehmen. Mit offenen Pulsadern liegt er über 15 Stunden in seiner Wohnung. Herzlich willkommen. Das ist unglaublich, dass Sie hier sitzen. Ja, da haben Sie recht. Was geht einem Menschen durch den Kopf, der sich umbringen will? Also mir ging durch den Kopf, dass endlich der ganze Mist vorbei ist. Das, was ich in meinem Leben vorher erlebt habe, den ganzen Dreck und den Mist, den ich auch selber verursacht habe, aber dass das endlich rum ist. Also eigentlich so eine Art Befreiung, sage ich mal. Und dann sich umbringen. Wir haben den Menschen besucht, der sie nach diesen 15 Stunden gefunden hat. 2006 lebt Alexander Maxim Lenk gerade in einer WG in Münnerstadt. Hier will er sich das Leben nehmen. Sein Freund Peter findet ihn. Und was ich dann als erstes gesehen habe, war eine Blutlache mit einem gewissen Durchmesser im Bart, also ungefähr so. Und dann habe ich erst gedacht, da drin läuft vielleicht jemand rum, der auf jemand anderen vielleicht einsticht, und habe reingerufen und habe gefragt, ob alles okay ist. Und dann hat er gesagt, er ist oben, und dann bin ich rauf und habe halt oben gesehen, wie das entsprechend aussah. Also wenn Blut trocknet, wird es schwarz, und da war halt der ganze Teppich da irgendwie voll und schwarz, und er lag unter der Sprechanlage so an der Wand irgendwie gelehnt. Ich habe das nicht geahnt und hab's nicht kommen sehen, dass er versucht hat, sich umzubringen. Dass es zu so einer Tat kommt, da muss ja vorher viel passiert sein. Mhm. Was war Ihre Vorstellung vom Leben vorher? Also mein Leben, was ich mir ja selbst so zurechtgelegt habe, war eben, dass man eine erfüllende Beschäftigung hat, also einen Beruf, Hobby, irgend sowas, was mich also ausfüllt. Eine Familie zu gründen, das war etwas, was mir ganz wichtig war. Und einfach so zu leben, was man sein kann. Also die Talente, die man hat, die Möglichkeiten, die man hat, dass man die nutzt. Und das ist eben nicht wirklich eingetreten. Wann ist das erste Mal dieses Bild ins Wanken gekommen? Eigentlich schon recht früh, als ich mit 16 nach Bremen gezogen bin, um dort eine Ausbildung zu beginnen zum Metzger. War schon der erste Punkt eigentlich in mir selber. Mein fehlendes Selbstbewusstsein, mein Bewusstsein für ja, eben diese Ziele überhaupt umzusetzen. Also ich habe das ja nicht richtig gewusst. Das waren so Ziele, die man sich so setzt. Ich möchte gern kochen lernen, ich möchte gern mit Lebensmitteln, eine Familie hätte ich auch gern. Aber was man dazu benötigt, an charakterlichen Eigenschaften oder sonst was, das hatte ich ja keine Ahnung. Und bin da eben recht schnell eigentlich an mir selber gescheitert. In Bremen, während der Ausbildung? Genau, das fing recht schnell an. Ich bin eben aus dem Elternhaus gekommen, wo mir meine Eltern zwar viel mit auf den Weg gegeben haben, aber eben persönliche Stärke nicht so wirklich, sage ich mal. Ich war dann in Bremen und habe dort recht schnell Menschen kennengelernt, die mir vorkamen, als ob sie eben gut und fest im Leben stehen würden und dann sogar noch Drogen konsumiert haben, also so gelebt haben wie wir jetzt, sage ich jetzt mal, nur mit Drogen. Und bin da recht schnell in die Schiene gekommen, okay, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm mit den Drogen. Weil ich das so, was man in der Schule damals so gehört hat, wenn du eine Pille schmeißt, dann fliegst du aus dem Fenster, weil du denkst, bist ein Vogel oder so. Und das war augenscheinlich nicht so. Und habe damit angefangen, und das hat mir dann ja die Möglichkeit gegeben, mir eine Welt zu basteln, sage ich mal, wo ich dann eben so tun kann, als ob, sage ich mal, als ob ich selbstbewusst bin, als ob ich das, was ich gerne machen würde, auch richtig gut machen könnte, obwohl ich dann später in der Arbeit, ich musste berauscht sein, um richtig arbeiten zu gehen. Also das Schwein habe ich ausgenommen, wenn ich bekifft war zum Beispiel. Wie lange ging das gut dort in Bremen? Insgesamt eigentlich nur 2,5 Jahre. In der Ausbildung? Genau, die Ausbildung so lang. Ich habe gut über 2 Jahre konsumiert, war dort abhängig. Und nach 2,5 Jahren habe ich dann die Ausbildung abbrechen müssen, weil ich eben nicht mehr in der Lage war zu arbeiten. Der Chef wollte das dann auch nicht mehr und ich eigentlich dann auch nicht. Wie hat man das da gemerkt? Weil ich damals schon schlichtweg einfach mit mir unzufrieden war. Dieses Doppelleben, dieses sich selbst belügen, sage ich, das habe ich schon mitbekommen, dass das sich in mir so entwickelt hat, dass ich eigentlich Vorstellungen vom Leben habe oder wie ich mich selber gesehen habe, und dass ich das eigentlich nur durch Drogen hervorrufen konnte. Und das ist ja eine Selbstlüge gewesen. Das habe ich dann schon irgendwann mal gerafft. Aber ich kam nicht raus. Ich war unglücklich auf der Arbeit. Es gab natürlich auch immer wieder Stress mit dem Chef und mit den anderen Kollegen. Weil ich in einer ganz anderen Welt gelebt habe. Ich war in der Drogenszene in Bremen unterwegs, und die waren normale Menschen, sage ich mal. Gleichzeitig habe ich meine Eltern die ganze Zeit eigentlich was vorgemacht, auch wenn die vielleicht was geahnt haben, aber ich habe ja nie mit denen wirklich darüber gesprochen. Ich habe eigentlich nie mit denen gesprochen, wie es mir in Bremen geht.
Und das wurde dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das hat ja eigentlich, so hat es ja keinen Sinn, wenn das schon der Anfang ist, sage ich mal, vom Leben und ich es da schon nicht gebacken kriege. Ja, und dann habe ich mir gedacht, warum auch immer, Wein und Schmerzmittel würden reichen. Ich habe mir dann Aspirin gekauft und mich mit 2 oder 3 Flaschen Wein, weiß ich jetzt nichts mehr, zulaufen lassen und mir eine ganze Packung Aspirin reingepfiffen. Das hat mich zwar umgelegt, also ich war da nicht mehr fähig, irgendwas zu machen für die nächste Zeit eigentlich, für den nächsten Tag war ich kaum ansprechbar. Aber es bringt einen natürlich nicht um, muss man einfach sagen. Und dann haben Sie wieder mit Drogen angefangen? Ja, es war dann wieder ein Rückfall in dem Sinne, dass ich bei Leipzig, Mölkau, ist so ein Dorf, und da habe ich dann eben ein paar Leute getroffen, die auch noch gekifft haben, beziehungsweise alte Schulkameraden. Und dann fing das wieder quasi so an, weil sich bei mir auch im Grunde nicht viel geändert hat, innerlich. Meine äußeren Umstände haben sich geändert, aber innerlich meine Einstellung auch zu Drogen. Zum Beispiel in der Therapie, das ist ein großer Fehler, dass man das eigentlich so macht, dass man eine Therapie macht mit dem Ziel am Ende, dass man sich sagt, okay, ich will die Drogen eigentlich bleiben lassen, sondern ich will es nur regulieren, ich will lernen, damit umzugehen. Und das war so mein Ding, sage ich mal. Ich wollte eigentlich weiter konsumieren, ich wollte nur lernen, damit besser umzugehen. Haben Sie das geschafft, nee. Dann, als die Drogen wieder anfingen? Nee, gar nicht. Das hat dann innerhalb von 2 Wochen war ich in der Konsummenge genauso wieder drin wie vorher. Also ich habe damals mit meinen Eltern ausgemacht, wenn ich wieder mit Drogen anfange, dann fliege ich raus. Beziehungsweise ich habe dann gesagt, weil ich halt das wusste, dass ich rausfliege, ich ziehe aus. Mhm. War also so eine halbe freiwillige Geschichte, sage ich mal. Und bin dann eben zu den Leuten in der WG, die habe ich vorher kennengelernt, über einen Klassenkameraden, über einen Alten, und war da knappes halbes Jahr gewohnt und habe mich da richtig abgeschossen. Also Crystal ist ein, wie soll man das ausdrücken, gibt es vielleicht kein treffendes Wort, aber es ist halt tatsächlich ein Teufelszeug, weil es dich komplett ummodelt. Also vom Körper bis zum Verstand, bis zum Verhalten, ganz anders. Und dann, wie kamen Sie los von Crystal Meth? Nach einem guten halben Jahr habe ich einfach gemerkt, okay, hier muss ich eine Reißleine ziehen, sonst komme ich nicht lebend aus der Stadt raus. Und es war dann so von den äußeren Umständen, dass wir die Wohnung, also die WG, verloren haben, weil wir unsere Miete nicht bezahlt haben, weil wir uns lieber in Drogen investiert haben. Und dadurch bin ich auf die Straße gelandet und bin auf der Straße geblieben. Ich habe das dann quasi so benutzt, um so eine Art von Aussteiger zu machen, sage ich mal. So einen ganz verklärten Blick eigentlich, dass ich halt in die Natur gehe und dann dort lebe wie so ein Einsiedler. War eigentlich nur zur Hälfte so. Ich bin nicht weit gekommen, sage ich mal. Also bin dann in der Nähe von Leipzig gibt es ein Naherholungsgebiet, wo so ein toter Pleisearm, also die Pleise ist ein Fluss bei Leipzig, der durch Leipzig läuft, und da war so ein toter Nebenarm. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger einquartiert, habe mir aus dünnen Stöcken ein Häuschen gebaut, mit Müllsäcken abgedichtet, damit der Regen nicht durchgeht, das nie gehalten hat, wenn es geregnet hat. Und habe da draußen dann eigentlich mich zwar von Crystal entwöhnt, allerdings mit anderen Drogen habe ich trotzdem nicht aufgehört. Wovon haben Sie dann gelebt? Von dem, was ich mir erklaut habe, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe ein gewisses Talent dafür entwickelt, in Supermärkte zu gehen, um mir rucksackweise das Zeug mitzunehmen. Also Lebensmittel, Getränke, alles Mögliche. Sie erzählen das jetzt so total leicht, ja, als wenn das... Weil es leicht war für mich, tatsächlich. Wollten Sie da niemals raus? Einfach so in dieses Einsiedlerleben weiterführen? Ich wollte anfangs da eigentlich nicht mehr raus. Hat mir gefallen. Nur dann hat sich das... Eigentlich komisch, dass das dann so gekommen ist. Aber letztendlich, ich hatte gesagt, dass ich mir die Hütte mit so Plastiksäcken, so Müllsäcken abgedichtet habe. Und jedes Mal, wenn es geregnet hat, hat es mir reingeregnet. Und da war ein Unwetter, das ging 2 Tage, hat es mehr oder weniger durchgeregnet. Ich war total durchnässt und durchgefroren. Und da habe ich gesagt, nee, das kriege ich nicht auf die Reihe. Und wie kamen Sie auf die Idee, dann Geld zu verdienen? Ich hatte ja Schulden gemacht, trotzdem. Ich hatte mein Konto überzogen. In der Zeit, wo ich in der WG war, hatte ich ein Konto und da habe ich immer schön abgebucht, ohne dass es gedeckt gewesen ist. Ich habe Sparbriefe, die meine Eltern angelegt haben, die habe ich aufgelöst und für mich halt verwendet, halt, um meine Sucht zu finanzieren. Und irgendwann kam es auch dazu, dass ich ein Handy hatte, dann gab es noch Telefonschulden. Ich hatte also Schulden angehäuft und ich dachte mir, irgendwie muss ich ja mit dem Leben klarkommen. Dann fängst du an, die Schulden abzuarbeiten. Das kannst du aber nur, wenn du Arbeit hast. Also bin ich Zeitungsannoncen durchgegangen und bin dann irgendwann mal in einer Drückerkolonne gelandet. Was ist eine Drückerkolonne? Oder wie? Man kennt ja den klassischen Vertreter für Staubsauger, sage ich mal. Aber dann gibt es eben auch Gruppen, die das mehr oder weniger illegal machen. Die gehen an die Haustür und erzählen dann eben so abenteuerliche Geschichten wie von wegen, man muss seine Schule nachholen, weil man es abgebrochen hat, und verkauft deswegen Zeitschriftenabos. Oder in dem Fall, was ich dann anfangs gemacht habe, ist eben so Telefonverträge zu verkaufen, also günstiger telefonieren, Anschluss bei der Telekom, aber Anbieter für die Gespräche bei jemand anderes.
Und das habe ich dann eine Zeit lang eigentlich gemacht. Ich bin da zwar auch nur hängen geblieben eigentlich, aber es war relativer Erfolg am Anfang zumindest. Das heißt, Sie haben dann genügend Geld verdient? Genau, also meine Schulden habe ich nicht abbezahlt, weil ich mir war, okay, ich bin jetzt in Augsburg, die finden mich eh nicht so ungefähr. Es war mir egal, schlichtweg einfach egal. Ich habe einfach nur noch für mich gelebt und habe so das Arschloch in mir kennengelernt, sage ich mal. Gerade weil man an der Haustür ist, wenn man da verkauft, merkt man ganz schnell, ob jemand was braucht oder nicht braucht. Und wenn man halt so einer alten Oma so einen Vertrag aufschwatzt, die im Monat eh nicht viel telefoniert, dann braucht ihr auch nicht günstiger telefonieren, weil das dann nur 50 Cent ausmacht. Aber trotzdem verkauft. Und da merkt man schon, okay, man kann auch ein Dreckschwein sein, wenn es ums Geld geht, sage ich mal. Und darum ging es mir dann. Ich wollte nur für mich leben. Dann war das ja ganz weit entfernt von dem Wunsch nach Familie und Arbeitsstelle. Ja, eigentlich schon. Ich habe das eigentlich aufgegeben für mich. Und habe dann versucht, auf diese Schiene zu leben, sage ich mal. Habe gedacht, okay, wenn das auf die gute Tour nicht funktioniert, dann machst du es halt so. Und hat ja auch anfangs Erfolg damit. Also ich habe im Schnitt zwischen 600 und 800 Euro pro Woche verdient. Bar auf die Hand habe ich das gekriegt. Abzüglich noch ein bisschen Miete, was die Trügerkolonne für ihre Leute halt so abzieht. Aber ich konnte gut leben damit. Und wie ging es dann mit der Zeit weiter? Irgendwann mal sind Sie auch nicht mehr damit klargekommen? Ja, weil ich halt gesoffen habe wie ein Loch, auf gut Deutsch. Also abends heim, dann angefangen Bier zu kippen oder Wein oder Schnaps. Und Sie können sich das ja vorstellen, wenn man die ganze Zeit viel konsumiert, dann wirkt das dann irgendwann, das sieht man einfach irgendwann mal. Und wenn jetzt bei Ihnen jemand an der Haustür steht, der vielleicht noch eine Fahne hat und eigentlich ziemlich zerstört aussieht und Ihnen irgendwas erzählt, dem kaufen Sie nichts mehr ab. Also hatte ich keinen Erfolg mehr, aufgrund eben meiner Sucht. Und dann sind Sie geflohen. Dann bin ich einfach abgehauen. Das war dann. Alexander Maxim Lenk flieht aus der Trügerkolonne. 2005 landet er dann in Bad Kissingen. In Bad Kissingen will Alexander Maxim Lenk wieder neu anfangen. Dort lernt er auch Peter kennen. Und ich habe ihn gekannt, wo er halt als Punk immer rumgegangen hat mit den anderen Punks. Ein bisschen habe ich schon gesehen, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte. Ja, er hat von Hartz IV gelebt zu dem Zeitpunkt. War alles ein bisschen so, wo ich mir gedacht habe, irgendwie, da würde ich ihm gerne raushelfen, in irgendeiner Art und Weise. Wer ist Peter? Peter habe ich beim Trampen kennengelernt. Also Peter ist so der erste wirkliche Christ, sage ich jetzt mal, den ich so in meinem Leben bewusst kennengelernt habe. Also es ist so, ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Meine Eltern haben jetzt keine religiöse Prägung mir mitgegeben, bewusst, weil sie der Meinung sind, da soll sich jeder selbst entscheiden. Und ansonsten kannte ich nur Kirchen oder solche religiösen Gebäude aus dem Zusammenhang der Historik, Architektur, Bauwerke und so weiter. Und der Peter war eben einer, den ich kennengelernt habe, der mir als erste Mal von Jesus so erzählt hat, wie Jesus eigentlich ist, sage ich jetzt mal. Eine total interessante Persönlichkeit für mich auch damals. Ich hatte immer so das Gefühl, naja, das ist so ein bisschen neben der Spur so. Also hier ist die Realität, da ist der Peter. Aber er war einfach ein grundaufgeschlossener Mensch. Lieb, hilfsbereit, bis hin auf eine Ebene, die ich niemals für reell gehalten hätte, bei Menschen zumindest. Es war so, ich war in Bad Kissingen, dann sind wir umgezogen nach Münnerstadt, das liegt einfach nur bei, nach Nüdlingen, das liegt bei Bad Kissingen. Und wir hatten Schulden beim örtlichen Stromanbieter. Und wir haben Peter gefragt, ob er uns ein bisschen Geld leihen könnte. Nicht alles, es waren, glaube ich, 300 Euro, um die es ging. Und haben gesagt, ob er uns vielleicht so mal eine Rate leihen kann, sage ich jetzt mal, damit die ein bisschen beruhigt sind. Und dann hat der Peter von sich aus gesagt, hier, pass auf, um wie viel geht's? Das gebe ich euch. Und was mich dann noch so imponiert hat oder was mich von den Socken gehauen hat, war einfach, er hat gesagt, gebt es mir wieder, wenn ihr es habt. Das kannte ich nicht. Ich meine, klar kann man mal irgendwo bei jemandem Geld leihen, aber da sagt man normalerweise nicht, gib es mir, wenn du es hast. Weil in unserem Fall war es möglich, dass es vielleicht nie wieder sieht, weil wir nie viel Geld hatten. Und das war für mich total unbekannt, sage ich mal, dass jemand so reagiert, sage ich mal. In Bad Kissingen wollten Sie wieder einen Neustart oder warum sind Sie nach Bad Kissingen gegangen? Es war für mich, ja, erstmal war es erstmal nur neu ordnen. Und habe in Bad Kissingen dann eben wieder dieses, okay, jetzt versuchst du mal dein altes Lebensziel, versuchst eine Wohnung zu kriegen, eine einigermaßen gute oder zumindest mit Leuten zusammenzuziehen, versuchst eine Arbeit zu finden, die dir Spaß macht, die dir was gibt und eben die Beziehung, also mein altes Lebensmotto, sage ich mal, wieder aufgegriffen. Und das habe ich versucht in Bad Kissingen umzusetzen. Ich habe mich dann der örtlichen Punkerszene, sage ich mal, sofern man das, Bad Kissingen ist eine Kleinstadt, eine Rentnerstadt, deswegen in Anführungsstrichen Punkerszene,
angeschlossen und war da so ein bisschen der Mitläufer, sage ich jetzt mal. Und bin da und habe da versucht, einfach wieder klarzukommen, wie man so schön sagt. Hat das geklappt, das Klarkommen? Nee, überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Also ich bin die ganze Zeit, solange ich in der Gegend von Bad Kissingen, also Bad Kissingen, Nüdlingen, Münnerstadt war, war ich immer arbeitslos. Ich habe nur einmal eine 400-Euro-Stelle gehabt, wo ich in der Spielothek gearbeitet habe. Was aber auch nichts war, weil es war keine Arbeit. Das war nur rumsitzen und gucken, dass die Leute halt ihren Kaffee nicht verschütten, so ungefähr. Und es hat nie geklappt. Also und dann sind wir jetzt genau am Anfang dieser Sendung, wo Sie sich umbringen wollten. Mhm. Was genau passierte denn in dieser Nacht im April 2006? Also der ganze Tag, ich habe mir das vorgenommen, ich habe mich dazu entschlossen. Und ich bin so ein Mensch, ich wäge immer erst lange ab. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich sie durch. Dann dauert das gar nicht recht lang. Ich habe mir dann im örtlichen Supermarkt in Münnerstadt 2 oder 3 Flaschen Schnaps besorgt. Habe mich dann am Abend richtig schön zulaufen lassen. Kann jetzt nicht mehr sagen, wie lange das dauert, weil unter Alkohol hat man die Zeit nicht mehr so im Kopf. Und irgendwann in der Nacht, was weiß ich, Mitternacht, 1, 2 Uhr, habe ich mir dann eben die Rasierklinge, die ich mir da extra dafür gekauft habe, genommen und habe mir dann in der Wohnung oder in dem Haus, es war ein Haus mit eigenem Eingang, die Pulsadern dann aufgeschnitten. Was haben Sie sich dabei gedacht oder was waren Ihre Gedanken vorher? Ja, es zu beenden. Ich habe mein Leben als nicht wertvoll empfunden oder mich selbst nicht als wertvoll empfunden, zu sagen, okay, die Umstände sind so, dass ich nicht so leben kann, wie ich es möchte. Ich habe es aus eigener Kraft probiert, ich habe es auf die böse Tour probiert, sage ich mal, das hat nicht funktioniert. Ich habe es dann wieder auf die gute Tour, nenne ich es immer so, probiert und habe festgestellt, egal wie du es anfängst, egal was du machst, es bringt nichts. Die Alternative, die ich hätte, wäre also quasi mir in irgendeine Fabrik zu gehen oder irgendwas zu machen, was mir sowieso keinen Spaß macht, abzustumpfen. Gut, irgendwann trifft man trotzdem seine Frau, aber das ist dann eben auch nicht eine wirkliche Beziehung, sondern nur, weil man sie hat. Mhm. Oder weil man es machen muss. Und ich wollte nicht irgendeine Nummer sein, irgend so ein Rädchen in irgendeiner Maschinerie, die ich sowieso nicht verstanden habe. Und habe gesagt, nee, das ist, so will ich nicht leben. Das ist, hat keinen Wert. Es hat keinen Wert, das weiterzuleben. Dann beende ich mein Leben. Ich hatte kein Gefühl oder kein Gedanke davon, dass Gott irgendwas von mir möchte oder dass er mich braucht. Und deswegen war das für mich klar, beende ich das. Ihr Leben macht keinen Sinn mehr. Und dann haben Sie sich die Pulsadern aufgeschnitten. Mhm. Alexander Maxim Lenk kommt ins Krankenhaus. Peter erinnert sich. Im Krankenhaus habe ich dann 2 Stunden gewartet und dann kam die Krankenschwester und hat mir halt erklärt, okay, er ist jetzt soweit. Und was mich da so erstaunt hat, er stand vor mir und hat so die Arme geschwenkt und hat gesagt, ich fühle mich so leicht. Irgendwie, mir geht's gut. Da habe ich mir gedacht, eigentlich passt es nicht zu dem, was er gerade erlebt hat. Hat man Ihnen spezielle Medikamente gegeben? Nee, oder? Gar nicht. Was war passiert? Ich kann es so richtig nicht erklären. Also der Peter hatte mich gefunden, hat dann einen Krankenwagen angerufen und so weiter. Und dann war ich im Krankenwagen im Krankenhaus. Und schon auf der Hinfahrt und im Krankenhaus bin ich immer, wie soll ich das sagen, fröhlicher geworden. Also tatsächlich gelöster, leichter. Ich hatte diesen Unmut oder dieses Unvermögen, das Leben zu leben, diesen Unwillen, das war alles weg. Das war nicht mehr da. Und was war da? Klingt jetzt komisch, aber blöd, aber Zufriedenheit. Worüber waren Sie zufrieden? Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Es war einfach so. Ich habe mit den Leuten gescherzt, die mich da zusammengeflickt haben. Und ich habe zum Beispiel, das weiß ich noch, habe ich zu dem Arzt gesagt, naja, wenn es weh tut, wenn man Schmerzen hat, weiß man doch, dass man lebt oder so. Und ich war wie ausgewechselt. Ich habe das tatsächlich auch für mich so wahrgenommen. Ich kann nicht sagen, warum das so war. Weil ich ja auch zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht mit Jesus irgendwie gelebt hätte oder so. Aber es war einfach, ich kann das heute von meinem Standpunkt aus jetzt so sagen, dass Jesus da schon da war und mich schon angefangen hat umzukrempeln. Einfach so. Und wie hat das Umkrempeln dann ausgesehen? Peter kam, Sie hatten die Arme geschwenkt und Jesus hatte Sie umgekrempelt? Kann ich jetzt nur so vom heutigen Standpunkt aus sagen. Ich kann nicht sagen, was da genau abgelaufen ist, weil das einfach mit mir so passiert ist. Und das Besondere ist ja eigentlich auch, ich habe ja noch nicht mal zu dem Zeitpunkt noch nicht mal darum gebeten. Eigentlich wollte ich ja von Gott an sich nicht wirklich wissen. Oder ich habe mir so gedacht, er will ja mit mir nichts zu tun haben.
Und dann überlebe ich diese ganze Geschichte. Die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, und mir war klar, Gott gibt's. Das war erstmal der erste Punkt, weil ich ja das, was mir der Peter so erzählt hat, für mich ja gar nicht angenommen habe. Und wenn es ihn gibt und er lässt mich am Leben, also heißt das, hat was mit mir vor, er will irgendwas mit mir anfangen. Weil wenn er keinen Bock auf mich hätte, hätte er mich einfach sterben lassen können. Hat er nicht gemacht, also muss es einen Grund geben. Und diese Erkenntnis kam dann die ganzen Tage über, auch dann eben in der geschlossenen. Man kommt dann, wenn man suizidgefährdet ist, geht man in die Anstalt. Aber auch da war ich nicht lange, wo dann auch die Psychologen gesagt haben zu mir, also Herr Lenk, Sie sind fit, Ihre Wunden verheilen. Wir stellen an Ihnen keine Depressiven oder sonst irgendwelchen Auswüchse statt. Und nach eineinhalb Wochen haben Sie gesagt, Sie können gehen. Jetzt ist klar, dass Gott Sie leben lassen wollte. Und was kommt dann? Dann kam ein neues Leben, sage ich jetzt mal. Also, oder ein anderes Leben. Also richtig neu, weiß ich noch nicht. Wir stecken ja immer noch im Leben irgendwie drin. Also wir sind ja jetzt nicht hier so alter Alex, neuer Alex. Das trifft es schon, allerdings nur innerlich, sage ich mal, diese Veränderung. Gab es einen Moment, wo Sie sagen, an dem Moment war das alte Leben vorbei, jetzt beginnt was Neues? Ja. Nach diesem Selbstmord? Ja, also ein paar, ich glaube, 3-4 Wochen später gab es dann eine Evangelisation in Bad Kissingen. Und da bin ich dann abends hingegangen. Ich war nicht direkt bei den Veranstaltungen an sich, sondern bei den letzten 2 Abenden die Nachveranstaltung. Das war von Markus Wesch, der hat das immer so gemacht, dass am Abend er so einen Sitzkreis gemacht hat und da konnte man sich reinsetzen und halt Fragen stellen. Und da hat er noch ein paar Sachen erklärt. Ein paar Leute haben Zeugnis gegeben. Und da habe ich mich reingesetzt und habe da ein bisschen zugehört und ein paar Fragen gestellt. Und da habe ich gewusst, okay, klar, Gott gibt's und so weiter, aber ich muss eine Entscheidung treffen. Man kann Gott erleben. Aber irgendwann muss ich eine Entscheidung für Gott treffen, für Jesus Christus. Und das habe ich da erfahren, was ich dafür tun muss. Oder besser gesagt, was ich dafür sagen muss. Viel tun muss man ja eigentlich nicht. Man trifft nur eine Entscheidung. Und die habe ich dann am Abend beim Kumpel im Keller, der im Keller gewohnt hat, der sich einen Monat vor mir für Jesus entschieden hat, gesagt, Jesus, ich bin eigentlich im Eimer, ich bin ein Sünder, ich bin kaputt. Ich habe so viel Mist gemacht im Leben, das geht auf keine Kuhhaut. Aber ich will mein Leben mit dir leben und du musst mir dabei helfen, weil ich krieg's nicht hin. Und was hat sich dann verändert? Im Moment, also als ich das ausgedrückt habe, hat sich bei mir einen Frieden eingestellt. Also ich nenne das immer so, ich habe das scherzhafterweise über die Jahre immer wieder die positive Grundfreude genannt. Also egal, was von Mist gerade in meinem Leben passiert ist und auch seitdem ich mit Jesus lebe, ist mir viel Mist passiert. Ist immer dieser Frieden, diese Sicherheit da. Dass auch wenn mal schwierige Entscheidungen zu treffen sind, wo man eben nicht absehen kann, was das für Konsequenzen bringt und so weiter. Dass ich die Gewissheit habe, Jesus sitzt da oder hinter mir oder vor mir und ich kann die ganze Geschichte mit ihm erleben, mit ihm durchlaufen, je nachdem, was es geht. Glauben Sie immer noch von sich, dass Sie ein Versager sind? Ja, immer noch. Aber nur wenn ich ohne Jesus lebe. Mit Jesus bin ich genau das, was ich eigentlich sein soll. Weil er hat mich ja gemacht. Ich bin ja so geschaffen. Wir sind dafür gemacht, mit ihm zusammenzuleben. Und als ich ohne ihn gelebt habe, das ist ja das, was ich die Jahre vorher mal gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit versucht, ohne Gott irgendwas auf die Reihe zu bringen. Hat nicht funktioniert. Warum? Weil er gefehlt hat. Mittlerweile bin ich verheiratet, habe 2 Kinder, habe einen Beruf, der mir Spaß macht. Ich bin gelernter Kinderpfleger. So sieht das perfekte Leben aus. Ja, genau. Mensch Gott, was für eine heftige Geschichte. Mhm. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitte schön. Wenn euch unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Hier könnt ihr direkt die nächste spannende Sendung anschauen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr auch hier direkt unseren Kanal abonnieren. Bis bald.